Herzlich willkommen zu einer Folge Warface. Das ist meine erste Runde nach Jahren gefühlt. Und ich bin gerade verwirrt mit der Steuerung tatsächlich. Ja, genau, den habe ich nicht gesehen. Schon wieder derselbe Typ. Ich habe die Einstellung auf COD-lastig gemacht für mich, dass ich das Game zumindest kann. Warface ist wie COD. Sowas in der Art zumindest. Ja. Kann man sich hinlegen? Von hinten schon wieder. Ich kann nicht mehr. Also Warface ist so im Prinzip so ein Einsteiger von COD, würde man sagen. Ich habe den da recht schon gesehen, ich weiß. Was ist das eigentlich? Ach, eine Snow. Eine MP7. Ach, leck mich. Also Warface ist nach meiner Meinung so ein wie COD. Außer es ist kostenlos und es ist nicht so wie Activision. Scheiße. Ach, leck mich schon wieder von hinten. Also ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten von hinten weggerockt. LOL! Wenn er mir nur einen Hieb auf den Kopf gedrückt hat, war es auch ziemlich komisch. Die Hitbox in diesem Game ist einfach viel schlimmer als in 2D, finde ich. Und ich habe Internetverbindung. Geil. Servers am Arsch. Ich habe 8, ich fühle mit 8 Kills. Ja, geil. Ich feier. Die Zimmer sind, glaube ich, abgekackt von Dings. Ah, wir sind jetzt in der nächsten Runde Warface. In der letzten Runde sind möglicherweise die Server abgekackt. Keine Ahnung, was ist das, eine neue Map? Ach, man kann doch legen. Ich hoffe, die Server. Granate! Ich hab gedacht, die Granate ist runtergerutscht. Nein, die liegt da noch. Ich hab gedacht, die Granate wäre runtergerutscht. Das Game hat Standbilder. Lass mal übergreifen, wie du kannst. Ich hab das nicht mal. Ich wollte es lesen. Sprungbombardierung. Und das auch immer da stand. Ich habe alle vier gefetzt. Geil. Lol. Er kommt ums Eck. Gib mir erstmal so Womp. Ne, Womp Pump wollte ich sagen. So ein Hit. Ich bin tot. Ich bin. Also ich finde auch generell in diesem Game, wie viel Schaden eine Waffe macht, einfach so ungebalanced. So ganz komisch. Auch generell in diesem Spiel, was hier. Ey, was ist das für ein Timing eigentlich? Es gibt in diesem Spiel Waffen, soweit ich weiß. Es gibt Waffen. Ich weiß nicht, ob die mehr Schaden machen oder sowas in der Art, aber es gibt zumindest in der Art Waffen, die irgendwie schon mehr Schaden machen, würde ich mal sagen. Das sind so die, ja, wie sagt man das, die Pay-Waffen, die es gibt. Ja, und das spielt ja richtig widerlich, der Hund. Die Waffe, die ich habe,
Die Waffe, die ich da hatte, habe. Eine dreckige COD-Spieler. Okay, der hat hier eine, so eine goldene Scar. Ich glaube, die ist einfach vom Schaden aus stärker und was sie generell kann, ist sie, glaube ich, stärker. Habe ich das Gefühl. Ey, oh, der kommt ums Eck, fetzt uns alle weg. Was ist denn? Ich kann doch Sneak, ducken. Von hinten, ein Sniper. Ich wusste nicht, dass man da entlang gehen kann. Ich liebe random Nades. Ja, willst du mich verarschen? Ich gehe ums Eck und krieg instant die Hälfte meines Lebens ist weg. Willst du mich verarschen? Also komm, der Typ ist an ihm vorbeigelaufen. Wer verreckt von uns beiden? Natürlich ich, er sieht mich, er sieht den Mate von mir. Er läuft einfach, mein fucking Mate läuft an ihm vorbei und ich verrecke. Trotzdem. Ich feiere das Game schon wieder, aber anders als. Vielleicht kommt warte mal, warum liegt hier? Ja, leck mich. Das sind Waffen, die ich nicht habe, tatsächlich. Das Game ist an sich richtig geil, an sich. So, machen wir eine Nade werfen. Achso, das ist Mate. Ja. Ja, hat er uns gerade gedropshottet? Der Hund hat uns gedropshottet. Ach, was ein Bastard. Wie kann man denn so. Das konnte man in Rainbow früher machen. Jetzt geht's nicht mehr. LOL. Ja, nehmen wir mal einen anderen Typ. Mal, sagen wir mal so einen Sunny. Sekundarbewaffnung ist das gleiche. Tatsächlich. Ich dachte, wenn der Schrotflinte halt am Anfang, aber ich was ganz anderes. Oh, guck mal die Waffe. Was ist das denn? Ist das ein M4 oder was? Oh, das ist wirklich ein M4. Tatsache. LOL, ist das Ding geil. Das ist ja wirklich geil. Was nicht geil ist, man kann sich gegenseitig blocken. Okay, MP5 gewinnt trotzdem gegen M4, genau. Das. Nein, ich hab gedacht, ich bin gespawnt. In diesem Spiel. Nein, ich will eindeutig kein Sunny spielen. Eindeutig kein Sunny. Oh, ich hab eine fucking Schrotflinte. Kam mir unerwartet tatsächlich. Ich würde mal sagen, es wird zum Thema Rainbow. Vielleicht kommt Rainbow am Mittwoch. Aber ich muss mal gucken. Wir sagen mal so, Rainbow kommt einfach an den Tagen, wenn ich ein Video überhaupt fertig hätte für Rainbow. Rainbow wird so ein Spiel wahrscheinlich. Es ist einfach unregelmäßig, wann es kommt. Nee, mich trotzdem noch gekillt hat, fand ich geil. Rainbow wird einfach ich werde versuchen bei Rainbow so, dass gute Runden rauskommen. Okay, das war jetzt nicht erwartet gerade. Rainbow wird halt unregelmäßig kommen. Bei Terraria ist halt die Geschichte, ich weiß nicht, das Game macht keinen Bock alleine, ist das Problem. Und ich habe nicht so die Lust drauf, alleine das Game zu spielen, weil das bockt für mich nicht. Alleine. War eine Gründe. Von hinten! Die Tech-9. Kennt man auch COD. Ich glaube, Tech-9 hieß das Ding.
Mission erfolgreich. Hervorragende Arbeit. Hm. Ich war diesmal nicht so der schlechteste. Fünfter. Wenigstens besser. Besser als nix. Okay. Wenigstens stehe ich da oben. Oh, meine Freunde, wir sind jetzt wieder da. In War Thunder. Ach fuck, das ist COD. Ach fuck! Warface. Das haben wir nicht gesehen, wie ich reingejoked habe. Ich habe ja mal auf ein anderes Level reingejoked. Nichts getroffen. Ach komm. MP ist richtig. Uzi Pro. Grim. Ich möchte mal kurz hier hoch. Scheiße. Ich finde es auch richtig geil, wie schnell die nachladen. Hm, er hat Scharfschützen, der eindeutig. Ich bin tot, eindeutig. Warum hat er so ein Speed unter seinem Namen? Hat er irgendwelche Drogen reingepackt? Uzi, Spezialgrip. Standard. Ja, Grip. Machen wir mal Grip rein. Den anderen Grip. Ey, was richtig geil ist, die Waffen haben null Rückstoß gefühlt in diesem Game. Granate! Ich glaube, ich bin tot. Oh, das null. Das andere Grip ist besser. Ach, ich könnte immer einen Assist dafür. Willst du mich verarschen? Ach, scheiße. Sie ist positiv. Ich habe nicht gezielt. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Leute weggeballert. Oh, der ist hier vier. An der Claymore. Ach, ist der selber. Jo, der hat ja drei Leute mit einem Schlag weggenasert. Nee! Ah nee, das ist eine Claymore. Ich sag so Claymore Nate. Genau. Witzig. Ja, aber das ist gut gewesen, das war gut. Diese Lachen einfach, aber trotzdem, das war ja auch gut, fand ich. Er läuft, er ist nicht mal in der Claymore reingelaufen, er verreckt trotzdem an der Claymore. Das war, fand ich gut. Bisschen, das war mal wieder komplett von Arsch. Okay. Ich weiß ja auch, in diesem Game, das Game ist so einfach so geil, das ist wie COD. Es gibt auch gar kein, ich weiß gar nicht, ob das Skill-Based Matchmaking existiert in diesem Spiel. Aber das Game ist so geil einfach. Es gibt gute und schlechte Leute in der Runde. Es gibt keine Runden, wenn man... Oh na, warum? Oh man, ich wäre in beiden Seiten gestorben. Wäre ich nach hinten gelaufen, wäre ich eh verreckt. Der liegt hier gechillt. Ach so, er liegt da einfach. Das sieht einfach aus, als wäre er tot. Der da liegt. Hahaha.
Ey, ich hab zwei Leute mit der Claymore. Nee, drei habe ich. Ich hab drei Leute mit der Claymore weggehauen. Ey, ich fand's geil. Ach, scheiße. Es ist ein bisschen. Also man kann sich gegenseitig blocken, das ist etwas scheiße, finde ich tatsächlich. Aber wenigstens ist das besser als COD. Es ist umsonst. Ja. Es ist im Prinzip. Ich weiß gar nicht. Die Kugeln fliegen ja auch genau dahin, wo man auch hinguckt. Da, wo der Fadenkreuz ist, schießen die Kugeln ja auch ungefähr. Ungefähr. Aber ich sag mal, ich nehme mal den SD, um ihm mal zu zeigen, was er kann. Es ist einfach ein Roboter mit einer Gatling Gun. Um ehrlich zu sein. Ach komm. Als ob der das überlebt hat und ist so geil gewesen. Er läuft in die Claymore und geht sein Mate damit mit. Oh geil. Das ist der SC. Den benutzt einfach kein Mensch, ist das Witzige. LOL. Es ist eine, ich bin eine fucking Maschine und ich bin mit ein paar Hits trotzdem tot. Achso, man kann da nicht mal in den Scope reingehen. Das ist so dumm. Also unter Maschine verstehe ich immer was anderes. Also, im Prinzip bin ich ja eine Maschine, theoretisch. Aber dass ich mit so vielen Hits, so wenigen Hits so schnell verrecke, finde ich witzig. Nee. Das sehe ich nicht nochmal einzuspielen. Was macht der Kollege eigentlich? Warte mal, Scharfschütze. Scharfschütze habe ich auch noch. Muss auch mal zeigen noch. Mal, holst dich mal aus. Halt mal die Nade in der Hand. Hat er noch Splittergranate gesagt? Oh Mann. So. Ah, muss ich noch länger warten. Plötzlichwechsel dauert immer so lange. Ja. Ich glaube, mein Internet ist ein bisschen am Arsch. Also dann habe ich kein anderes Visier. Ich habe einen 5er. Nee. Ja, 4-5er habe ich. Nee, das kommt jetzt nicht unbedingt, ob ich jetzt einen 4er oder einen 4-5er nehme. Schon wieder da oben. Ey, es gibt's einfach. Das ist einfach unfassbar. Es gibt, soweit ich weiß, auch einen Zombie-Modus. Es gibt im Prinzip so eine Art Storyline. Naja. Hab ich genahkampft? Ich habe ja nichts in der Hand. So macht man das. Mission erfolgreich. Aber dann beende ich hier den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao.